Ja, hallo ihr Lieben, der Ralf hier von Living to Go und heute baue ich mir eine LPG-Gasanlage ein. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ich habe es noch nie gemacht, aber why not? So. Hier ist das gute Stück. Großer Karton. Habe ich gekauft bei der Gasfachfrau. Ich glaube gasfachfrau.de. Die ist ja ziemlich bekannt. Habe ich selber auf der Messe auch schon mal kennengelernt vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren. Und ich kaufe immer bei den Besten. Na, also meine ich das nicht. Andere sind natürlich auch gut. Aber das war für mich jetzt sozusagen ein Vertrauenskauf. Ich hatte jetzt auch keine Erfahrung. Ja, gucken wir mal, was drin ist in dem Karton. Dazu nehme ich mein Kartoffelschälmesser. Was habe ich alles gekauft? Mal gucken, ob ich mit der Kamera hier klarkomme. Was mir gut gefiel, also es gibt ja viele, die so ein Set verkaufen, sind übrigens ganz schön im Preis angestiegen, das muss man sagen, so die letzten, keine Ahnung, 2-3 Wochen, ja. Was mir aber gefiel, hier gab es also einen Case dazu, ja, mit schon diesen Ausstanzungen für diese ganzen Adapter, die man ja so brauchen tut, wenn man so in Europa unterwegs ist. 4 Stück. Ja, müssen wir mal gucken, welcher für wen ist. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, warum wir hier 2 Winkel haben, ist vielleicht ein Versehen. Muss ich mal fragen. Ne, ganz wichtig, dieser Winkel, also für mich jetzt zumindest. Den gibt's, fand ich halt auch gut, den gibt es halt nur mit einem Loch. Aber auch mit 2. Und ich glaube, für mich ist besser mit 2, nur deshalb, weil das halt einen längeren Anschlag hat. Ne? Aber seht ihr gleich, wie ich mir dazu überlegt habe. Ja, und dann haben wir hier den eigentlichen Anschluss mit der Abdeckkappe und den Schrauben. Und die passen halt wunderbar hier so rein, wenn ich den Gasanschluss nicht außen mache. Ich mache den nämlich innen. Was haben wir hier noch? Da gibt es noch hier so einen Sicherheitshinweis in 75 Sprachen. Gut, dann habe ich gekauft. Ja, das ist so ein Lecksuchspray. Also Leck, nicht von Lecken, sondern von, ne, Undichtigkeit. Ja, einfach um zu überprüfen, ob alles dicht ist. So, dann haben wir mal einen Anschlussschlauch, ziemlich lang. So lange brauchen wir den gar nicht. Mal gucken. Und dann habe ich hier die Befestigung. Ganz wichtig, ne, wenn man das ist die Flaschenbefestigung, wenn man sogar noch eine Schutzfolie drauf, wenn man einen Gastank, das ist ja keine Gasflasche, sondern ein Gastank, wenn man den ja, verbauen möchte im Wohnmobil und den halt auch befüllen möchte, selber befüllen möchte, dann muss man den so befestigen, dass man den nicht einfach so rausnehmen kann. Und dafür gibt es halt diese Halterung mit diesen Riemen, ne, und die sind halt so konstruiert, dass man die also verschrauben muss. Ne. Die kann man also nicht irgendwie so aufklappen oder so. Da gibt es halt hier diese dicken Schrauben, sind halt ja, 8er, 8 mm oder 10er sogar. Ja, schauen wir mal.
Ja, und dann die Flasche, ne? Also die ist ja wirklich leicht. Also da hatte ich jetzt irgendwie ein anderes Gewicht im Kopf. Zeige ich euch mal genauer. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ja, da gibt es halt diesen Kranz, den kann man abmachen, wenn das in eurem Gasfach nicht passt. Und dann habe ich halt zwei Zuleitungen, beziehungsweise eine Zuleitung, eine Ableitung. Ne, das ist die Zuleitung, das ist die Ableitung. Hier den Absperrhahn und hier, weil ich super finde, die Anzeige, wie voll der Tank noch ist. Ja, so schaut's aus. Habt ihr schon mal gesehen, ne? Also, da sind jetzt keine großen Geheimnisse. So, die Flasche habe ich schon mal rausgenommen. Da wisst ihr ja, wie das geht. Da brauche ich euch ja nicht zu zeigen. So, jetzt muss ich die alten Halterungen hier mal abmachen. Das war leicht. So, und jetzt machen wir so dran. Ich nehme erstmal die Flasche rein. Gucken, wie das ausschaut. Also Kinder, die Flasche ist wirklich sehr leicht. Aber passt nicht. Muss ich Kranz abschrauben. Zack. So soll es sein. Da kommt der. Und da ist der. So, zur Befestigung habe ich gekauft, M8er Schrauben 30 mm und Unterlegscheiben von der anderen Seite. Na, dann hat er ein bisschen mehr Stabilität. Ihr müsst halt diese Bänder hier, die sind halt, ne, so verbunden. Müsst ihr einseitig abschrauben, um die dann hier durchzuziehen. So, ich schraube das jetzt mal an, aber dafür muss ich euch wieder beiseite stellen. Sonst habe ich hier keinen Platz. So, kleines Zwischenupdate. Die Montageplatte ist also jetzt dran. Gehen wir mal von innen. So habe ich die verschraubt. Keine Ahnung, was da jetzt wieder runtergefallen ist. Ja, so hat das also vernünftig Halt. Man hätte auch diese Mutter nehmen können und hier einschlagen. Aber ja, war ich jetzt irgendwie zu faul. Und so einer größeren Platte traue ich auch ein bisschen mehr zu. Ja, stellen wir mal die Flasche rein. So, gleich mal zwei Tipps. Also diese Bänder, die würde ich zuerst durchziehen und dann die Platte anschrauben. Der zweite wichtige Tipp ist, die Bänder so einzufädeln, dass man von hier aus noch gut, ne, das drehen kann. Wenn man das jetzt hier hinten hätte oder da hinten oder so, dann könnte man das ja nicht mehr zusammenschrauben. Und der dritte Tipp, gibt ja zwei Schnallen hier. Die eine Schnalle, aber ich das euch zeigen kann, ist mit nur einem Loch, ne? Und die andere Schnalle ist mit so einer Mutter verbunden. So, und die mit der Mutter, die muss natürlich hier ran und nicht so, ne? Weil sonst würde man ja, ne, die Schraube von da hinten zuschrauben müssen. Das geht auch, aber das ist natürlich eine riesen Frickelarbeit. Also bitte so rum. Dann ist es ideal und für euch am leichtesten. So, ganz kurz. Ne, das ist also der Einfüllstutzen. Das ist der Winkel, den ich befestige. Und das ist die Abdeckkappe. Ne, das wird jetzt alles hier zusammengeschraubt. Zack. Mit einer Hand ein bisschen schwierig. Ja, die Kappe drauf. Ja. Die Kappe drauf, Schräubchen rein und fertig. So, ich habe fertig.
Vielleicht noch so ein kleiner Tipp, hier die Schrauben sind auch lose, also locker, wenn man die Lieferung erhält. Die würde ich übrigens ganz zum Schluss festziehen, also erst die und dann die, ne, so dass die also noch in sich so ein bisschen Spiel haben. Ja, der Gasanschluss hier, der ist ja ganz normal, den kennt ihr. Und dann haben wir halt hier noch ein zusätzliches Gabel, was hier hinten, wo bin ich, hier angeschlossen wird. Na, da den Winkel, den ich montiert habe. Ja, das war es eigentlich. Den Schlauch werde ich nochmal kürzer bestellen, werde ich nochmal austauschen, das ist kein Problem. Aber jetzt für die paar Tage wird es schon gehen. Ja, der Einbau ist relativ harmlos. Also Bohrschrauber, 8 mm Bohrer, ein paar Schräubchen für 3 €. Und dann kann es losgehen. Also ich habe jetzt gebraucht etwas über eine Stunde. Ah, sagen wir anderthalb, ne? Also der Eindruck ist nicht schlecht, finde ich. Was meint ihr? Ja, jetzt räume ich mal alles ein. Ja, also irgendwie braucht man immer alles. Und dann fahre ich mal tanken. Wichtig beim Tanken, immer den Hahn zu. Na, hier oben ist dieser, na, kann jetzt nicht sehen, hier dieser blaue Hahn. Na, der ist zum Zudrehen. Und was natürlich super ist, Moment. Na, zack. Na, da sehe ich jetzt, ob die Flasche voll oder leer ist. So hoffe ich zumindest. So, da wollen wir das erste Mal füllen. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Ja, Pistole ist ja klar. EC-Karte muss natürlich besonders kompliziert sein. Und hier mein Tank, meine Tankgeschichte. Wir nehmen diesen Adapter hier, ne, für Germany. Und dann einfach hier draufschrauben. Na. Ganz gut, wenn er aufpasst, dass er nicht runterfällt, weil das Messing und Messing ist ja bekanntlich ein weiches Material. Nur so handfest aufschrauben, also nicht mit Gewalt, ne, bis es nicht mehr geht. So, dann hole ich mal die Pistole. Zack. Und die wird also so draufgesetzt und dann ganz normal festgeschraubt. Und jetzt steht auf der Kamera rauf, ja, manchmal mal ein bisschen tiefer. So. Und jetzt den Hebel ziehen und arretieren. Zack. Ich gucke noch mal, ob ich, genau, ihr müsst natürlich den Gashahn hinten zudrehen. In dem Fall muss ich halt EC-Karte einstecken. Zack. Na, nicht, dass er guckt. 80, für 80 € kann ich jetzt hier tanken. Tue ich natürlich nicht. Beim ersten Tankvorgang, also prinzipiell ist es so, ihr müsst jetzt hier diesen Schalter halten. Der geht dann automatisch aus, wenn der Tank voll ist. Beim ersten Mal tanken sollte man nur ungefähr die Hälfte tanken, damit die Luft entweichen kann. Ne? Zur Hälfte tanken, reingehen, Gas aufmachen, bis alles brennt, alles wieder zumachen innen, rauskommen, dann kann man den Rest tanken. Ich tanke jetzt den Rest, weil ich bin ja ehrlich, ich habe das schon ausprobiert, dass das funktioniert. Ne? Nicht, dass ich hier so ein dummes Gesicht mache. Ne? Also jetzt drücken und jetzt wichtig, warten. Also das geht jetzt relativ schnell. 3, 4 Sekunden müsst ihr immer warten. Also nicht einfach so draufhalten und denken, passiert nichts. Beim ersten Mal ist man ja ein bisschen unsicher. Ja, jetzt geht's hier rein. Im Moment, also ich tanke jetzt für 1 € den Liter.
22 Liter gehen rein, 22 Euro. Ja, ist schon aus. Seht ihr, jetzt hat er Schluss gemacht. Jetzt drehen wir den wieder auf. Ja, jetzt zischt es mal. Patsch, müsst ihr aber keine Sorgen haben. Abschrauben und wieder einhängen. Na, dann können wir hier den wieder abschrauben. Zack. Dann tue ich dann hier unten in mein Reservoir. Dann wieder zumachen. Hier habe ich mir einen Aufkleber dran gemacht. Na, also immer erst die Flasche zumachen und dann betanken. Und zumachen, ne, so in diese Richtung. Also nicht in diese Richtung, ne, sondern in diese Richtung. Und jetzt machen wir den wieder auf. Das ist jetzt ein bisschen eng. Na, na, guck mal so. Da können wir vielleicht doch einigermaßen gucken, so ein bisschen. So ist er wieder auf. Ich mache immer ganz auf und dann ein bisschen wieder zurück. So, und dann habe ich ja hier diese... Ich bin so... Ja. Wieso? Ich bin fertig jetzt gleich. Geben Sie mir noch 10 Sekunden. Danke. Egal, also hier müsst ihr auf jeden Fall den Knopf drücken, ne, damit die Anlage wieder läuft. Und das war dann schon. Kommt der spannende Moment. Aber... Ach, geht alles. Überhaupt gar kein Problem. So, und dann haben wir hier unseren Kühlschrank. Ja, der steht jetzt auf Automatik. Und dann gehen wir auf Gas. Zack. Der ist auf Gas. Also, das klappt sofort. Ups. Ich gehe wieder auf Automatik. Weil ich stehe jetzt am Strom. Ja, Kinders, was soll ich euch sagen? Das war wirklich, wirklich einfach. Also da muss man sich keine Manschetten machen. Das geht, wenn man keine ganz so zwei linke Hände hat, total einfach und simpel. Wichtig, der Gastank muss halt so verbaut sein, dass er ohne Werkzeug nicht entfernbar ist. Und das ist ja hier gegeben. Lohnt sich der Umbau? Das muss natürlich jeder selber für sich beantworten, da kann ich euch nicht helfen. Mein Grund ist halt, dass ich im Ausland, im europäischen Ausland jetzt überall oder fast überall LPG-Gas tanken kann. Marokko möchte ich ja, da will ich das nicht können. Da muss ich die Flasche vielleicht nochmal ausbauen, um eine marokkanische Flasche so lange da zu nutzen. Wer eine Gasheizung hat, der ist mit so einem LPG-Gas in jedem Fall gut bedient. Der bräuchte natürlich zwei Flaschen oder, was viele ja auch machen, die tanken, also die nehmen eine LPG-Flasche und die andere lassen die sozusagen normal, so dass sie landestypisch, also wie jetzt, wenn sie nach Marokko fahren, da einfach dann die marokkanische Flasche als Zweitflasche nutzen. Wie man das macht, das kann ich nicht gut beantworten. Das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Lohnt sich das preislich? Kann ich euch auch nicht sagen. Also bei Berger zum Beispiel oder bei meinem Challenger-Händler, auf den Campingplätzen etc. zahlt man zurzeit ungefähr 30 Euro für die normale Gasfüllung. An der Tankstelle zahlt man ungefähr 1 Euro. Sicherlich hat man da, ja, rund 8 Euro gespart. Also einen wirtschaftlichen Grund hat das für mich jetzt nicht. Klar, wenn man mit Gas heizt, ist das vielleicht noch eine andere Geschichte. Das wäre ja jetzt bei der momentanen Situation, würde man bei 2 Flaschen 16 Euro sparen. Ja, wenn man 10 Mal tankt im Jahr oder so, könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Ihr kennt ja euren Gasverbrauch. Dann sind schnell 100 bis 200 Euro im Jahr zusammen und dann lohnt sich, dann ist das schon ein Rechenexempel.
Ich habe für die Flasche jetzt für dieses gesamte Set 540 Euro bezahlt. Die meisten Angebote sind aber so bei 650 Euro. Wenn er so ein bisschen recherchiert bei eBay, Amazon und wie sie alle heißen. Zwei Flaschen ist natürlich das doppelte Geld. Ne? So. Ich habe ja auch überlegt, ob ich mir einen Kompressorkühlschrank zulegen möchte. Wäre eigentlich die bessere Lösung gewesen, wie ich finde. Also von Gas wegzukommen ist nicht nur seit diesen Tagen eine gute Idee, sondern überhaupt. Ne? Ich bin ja hier total öko mit meinem Akku und Solarpanel etc. Und da hätte mir das schon gut gefallen, wenn ich für den Kühlschrank Solarstrom hätte gebrauchen können. Aber das war mir jetzt zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also der Kühlschrank in der gleichen Größe hätte irgendwas zwischen 2 und 2.400 Euro gekostet, plus der Einbau. Das konnte ich mir im Moment jetzt nicht leisten. Da waren die 500, 550 Euro für mich der kleinere Übel. Und man muss natürlich auch sagen, dass ein Kühlschrank in der Größe, ich habe hier 140 Liter, natürlich eine Menge Strom braucht. Ne? Also meine Autarkie hätte da so ein bisschen nachgelassen. Ne? Also der braucht dann schon 70, 80 Ampere pro Tag. Bei 400 Ampere ist da auch schnell am Ende, zumal ich ja viele, auch noch ganz viel anderen Strom sozusagen brauche. Vielleicht hätte er auch 100 Ampere, also ich habe so mit 100 Ampere gerechnet. Ja, dann wäre er nicht wieder nur 3-4 Tage sozusagen frei stehen können. Bei strahlendem Sonnenschein vielleicht 5-6 Tage. Ist eine Abwägungssache. Irgendeinen Tod muss man sterben. Ich habe mich jetzt für die LPG-Geschichte entschieden. Ich liebe meinen Kühlschrank. Der ist wirklich super. Der kühlt auch super. Ich mache mir da zwar noch jetzt diesen Ventilator rein. Den habe ich ja schon. Den baue ich dann auch noch ein. Und ich denke, damit komme ich gut klar. Wenn nicht, kann ich ja immer noch umrüsten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch den Einbau ein bisschen deutlich machen. Wichtig, kleiner Disclaimer, ich bin ja kein Gasfachmann, ich bin absoluter Laie. liebe Kinder, macht das bitte nicht nach. Ne? Ich überlebe keinerlei Garantien und so weiter. Und wenn er irgendwann nichts mehr von mir hört, dann bin ich wahrscheinlich explodiert. In dem Sinne wünsche ich euch immer genug Gas im Tank oder besser gesagt immer genug Energie, einen schrottfreien Flug und wie immer habt eine tolle Zeit. Bis dann. Tschüss.